Kapitel 20 Einige Zeit danach zogen die Moabiter, die Ammoniter und einige von den Meunitern zum Krieg gegen Josaphat heran. Man meldete dem König: Ein riesiges Heer ist gegen dich heraufgezogen. Sie kommen von der anderen Seite des Toten Meeres, aus Edom, und stehen schon in Hazezon Tamar. Das ist ein anderer Name für Engedi. Da erschrak Josaphat. Er beschloss, sich an Jahwe zu wenden und ließ ein Fasten in ganz Juda ausrufen. Die Leute von Juda kamen nach Jerusalem zusammen, um die Hilfe Jahwes zu erbitten, selbst aus den Städten kamen sie herzu. Die Bevölkerung von Juda und Jerusalem versammelte sich im Haus Jahwes vor dem neuen Vorhof. Josaphat stand auf und betete: Jahwe, du Gott unserer Väter, du bist doch der Gott im Himmel, du bist doch der Herrscher über alle Reiche der Welt. In deiner Hand sind Kraft und Macht, und niemand kann vor dir bestehen. Du, unser Gott, hast doch die früheren Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen deines Freundes Abraham für immer gegeben. Sie haben sich darin niedergelassen und dort ein Heiligtum für deinen Namen gebaut. Sie sagten: Wenn ein Unglück über uns kommt, ein Krieg als Strafgericht, die Pest oder eine Hungersnot, und wir treten vor dieses Haus und so vor dich, denn dein Name wohnt in diesem Haus, und schreien zu dir aus unserer Not, dann wirst du uns hören und helfen. Da stehen nun die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir. Als Israel aus dem Land Ägypten kam, hast du nicht erlaubt, diese Völker anzugreifen. Israel musste ihnen ausweichen und hat sie nicht beseitigt. Zum Dank dafür kommen sie jetzt und wollen uns aus deinem Besitz vertreiben, den du uns zum Erbe gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist ja keine Kraft vor dieser riesigen Menge, die gegen uns marschiert. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, und richten deshalb unsere Augen auf dich. So standen die Judäer mit ihren Frauen und Kindern vor Jahwe. Da kam der Geist Jahwes auf Jach-Asiel ben Secharia, den Enkel Benajas, der wiederum ein Sohn von Jehiel ben Matanja war. Er war ein Levit aus der Sippe Asaphs und stand mitten in der Versammlung. Er rief: Hört her, ihr Judäer, ihr Einwohner von Jerusalem, und du, König Josaphat, so spricht Jahwe zu euch. Habt keine Angst und erschreckt nicht vor dieser großen Masse, denn das wird nicht euer Kampf sein, sondern es ist Gottes Sache. Zieht ihnen morgen entgegen. Passt auf, sie werden die Steigung von Zitz heraufkommen. Am Ausgang des Tals vor der Wüste Jeruel werdet ihr sie finden. Doch ihr müsst nicht kämpfen. Juda und Jerusalem, stellt euch auf, tretet vor und schaut euch an, wie Jahwe euch rettet. Habt keine Angst und erschreckt nicht. Zieht ihnen morgen entgegen, und Jahwe wird bei euch sein. Da beugte sich Josaphat nieder, mit dem Gesicht bis zur Erde. Auch das ganze Volk von Juda und die Bewohner Jerusalems warfen sich vor Jahwe nieder und beteten ihn an. Danach standen die Leviten von der Sippe der Kehatiter und Korachiter auf und priesen Jahwe, den Gott Israels, mit mächtiger Stimme. Früh am nächsten Morgen brachen sie zur Wüste Tekoa auf. Bei ihrem Auszug trat Josaphat vor und rief: Hört zu, ihr Judäer und ihr Jerusalemer! Glaubt an Jahwe, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten,
dann habt ihr gelingen!« Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, stellte er Sänger für Jahwe an die Spitze der Gerüsteten. Sie sangen in ihren heiligen Gewändern Loblieder. »Preist Jahwe, denn seine Güte hört niemals auf!« Und zu derselben Zeit, als sie mit dem Jubel und Lobgesang anfingen, legte Jahwe einen Hinterhalt gegen die nach Juda anrückenden Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, was zu ihrer Vernichtung führte. Denn die Ammoniter und Moabiter kämpften auf einmal gegen die Bewohner vom Gebirge Seir. Als sie diese vollständig vernichtet hatten, fielen sie übereinander her und brachten sich gegenseitig um. Als nun die Judäer an die Stelle kamen, von wo aus man die Wüste überblicken kann, und sich nach dem Heerhaufen umschauten, sahen sie nur noch Leichen auf dem Boden liegen. Niemand war davongekommen. Josaphat und seine Leute sammelten die Beute ein. Sie fanden bei den Gefallenen eine Menge Dinge, auch kostbare Gegenstände. Sie plünderten so viel für sich, dass sie es nicht mehr tragen konnten. 3 Tage brauchten sie, um die riesige Beute einzusammeln. Am 4. Tag versammelten sie sich im Berachatal, um Jahwe zu preisen. Daher bekam es seinen Namen, Lobpreistal. So heißt es heute noch. Schließlich kehrte die ganze Mannschaft von Juda und Jerusalem mit Josaphat an der Spitze wieder nach Jerusalem zurück. Sie waren voller Freude, denn Jahwe hatte ihnen Freude an ihren Feinden geschenkt. So zogen sie mit Harfen, Zittern und Trompeten in Jerusalem ein, bis vor den Tempel. Der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Königreiche, als sie hörten, dass Jahwe mit den Feinden Israels gekämpft hatte. Von da an konnte Josaphat in Ruhe regieren, Gott schaffte ihm Ruhe an allen Grenzen. Josaphat war also König von Juda. Als er an die Herrschaft kam, war er 35 Jahre alt. Er regierte 25 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Asuba und war eine Tochter von Shilhi. Er folgte konsequent dem Beispiel seines Vaters Asa, indem er tat, was Jahwe gefiel. Nur die Opferhöhen bestanden weiter, denn das Volk war noch nicht von Herzen auf den Gott seiner Väter ausgerichtet. Was sonst noch über Josaphat zu sagen ist, seine frühere und spätere Geschichte findet man in der Chronik von Jehu ben Hanani, die ins Buch der Könige von Israel aufgenommen wurde. Einmal schloss König Josaphat von Juda eine Übereinkunft mit König Ahasja von Israel, der ein verwerfliches Leben führte. Sie beschlossen, in Ezion-Geber gemeinsam Schiffe zu bauen, die nach Tarschisch fahren sollten. Da sagte Eliezer ben Dodawa aus Maresha ein Prophetenwort gegen Josaphat. »Weil du dich mit Ahasja verbündet hast, wird Jahwe dein Werk zerstören.« Die Flotte erlitt wirklich Schiffbruch und kam nie in Tarschisch an.